Mika, kennst du die drei Männer hier? Ich kenn bloß einen davon. Und wer ist denn der eine? Manuel Neuer kenn ich bloß. Sag mal, kennst du den? Hallo. Wer ist denn das? Neuer. Anton, wer ist denn dein Lieblingsspieler beim FC Bayern? Manuel Neuer. Oh, Manuel Neuer. Kennt ihr den? Ja, den kennen wir alle nicht. Wir wissen gar nicht, wer das ist. Da sitzt, ich bin der Hausmeister von ihm. Heute haben wir was Besonderes vor. Ich bin hier in der Erlebniswelt des FC Bayern München. Das interaktive Vereinsmuseum, wenn man so möchte. Die große Geschichte dieses Vereins ist hier zu bestaunen. Und heute gibt es eine neue, ganz spezielle, brandaktuelle Station. Ich treffe mich gleich mit drei Spielern des FC Bayern München, mit Kapitän Manuel Neuer, mit Niklas Hühle und Joshua Kimmich zu einem neuen Talk auf Magenta Sport. Eine neue Sendung, Rede und Antwort soll die heißen. Zumindest tue ich so, als ob. Das Programm läuft dann hier auf den Monitoren. Denken zumindest die Besucher in der FC Bayern Erlebniswelt. Was Sie nicht wissen ist, dass wir hier in einem Nebenraum in der Erlebniswelt unser Studio aufgebaut haben und dass dann unsere Spieler, das Niklas Hühle, Manuel Neuer oder Josh Kimmich, wirklich die Fans live ansprechen werden, auf Knopfdruck. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, wir sind bereit. Jetzt brauchen wir Opfer. Der schaut jetzt mehr in das Buch rein. Ich habe jetzt nur einen anderen Sportler, den Roger Federer. Also. Jetzt schaut er doch hin, Shahin. Jetzt sieht er uns. Die Tage mal gern angehen. Den nächsten packen wir uns dann. Jetzt kommt doch eine Familie. Achtung, das ist eine Familie. Jawoll! Okay. Rein da. Reingang. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir sind live. Also, es kommt ja Niklas Hühle nicht allzu oft vor, dass du mal Samstagnachmittag Zeit hast, wenn du einfach am Sonntagabend Spiel hast oder Freitagnachmittag. Wie schaut so ein Samstagnachmittag bei dir aus? Ja, ich schaue manchmal dann die Bundesliga, Konferenz. Fieberst du da mit? Bist du einer, der so abgeht oder schaust du eher ganz entspannt? Ich schaue es ganz entspannt an. Schaust du dir das so entspannt an, wie zum Beispiel so ein Mann in so einer leichten Jacke jetzt zum Beispiel gerade diese Sendung wohl schaut in der Erlebniswelt? Also ich habe meistens die Hände nicht in der Hosentasche auf der Couch, aber okay. Bei dem Mann hier sieht es ganz bequem aus, wer die Hände jetzt hinter dem Rücken gemacht hat. Das ist das Schöne, man kann in der Erlebniswelt sein, auch mit Familie, wenn man irgendwie unterwegs ist, mit der Frau, die eine schöne beige Lederjacke anhat, der kleine Bub davor in seinem Bayern-Outfit. Wenn man dann auf so einen Monitor schaut und sich freut, dass Niklas Hühle hier heute Rede und Antwort steht. Manuel Neuer, es kommt ja selten vor, dass du mal an einem Samstagnachmittag Zeit hast, aber wenn du Zeit hast, wie verbringst du so einen Samstagnachmittag? Ja, natürlich schaue ich mir schon die Bundesligaspiele an und was für mich wichtig ist, wenn ich dann auf der Couch sitze, ist, dass ich auch immer ein blaues Manuel Neuer Trikot trage, dann auch eine Cappy. Es gibt ja wirklich auch die klugen Bayern-Fans, die dann auch mal stehen bleiben vor einem Monitor und sich auch eine brandaktuelle Fernsehsendung anschauen. Ich kenne drei Leute, die heute zum Beispiel die Erlebniswelt besuchen. Die stellen sich einfach dann vor den Monitor, schauen hier zu und stehen dann da mit einer kleinen Flasche Wasser zum Beispiel. Echt? Bei dem Mann hier sieht es ganz bequem aus, der die Hände jetzt hinter dem Rücken gemacht hat und den Kopf schüttelt. Ja. Der mit der Werder Bremen-Jacke da vorne das. Ja. Ja, sieht aus wie eine Werder Bremen-Jacke, oder? Es gibt ja auch Menschen, die in geschlossenen Räumen ihre Sonnenbrille aufbehalten. Das finde ich ziemlich peinlich, Joshua. Ich mag dann Menschen, die wenigstens ihre Sonnenbrille hier vorne ins Shirt reinstecken. Ich finde, man kann sie wegpacken. Manche müssen sie noch zeigen, dass sie eine Sonnenbrille haben. Ist für mich persönlich, finde ich es unangenehm, aber
muss da jeder selber wissen. Vor allen Dingen ist für mich wichtig, dass man auch mal zuhört, die ganze Familie nicht einfach in der Ecke bleibt und einfach ignorant zuschaut, sondern einfach mal ein bisschen aufmerksamer ist. Problem ist einfach nur, finde ich, dass wenn man zur Erlebniswelt kommt und keine Bayern-Sachen anhat, dann kann man sich jetzt auch nicht als Bayern-Fan zeigen. Und das finde ich jetzt zum Beispiel eine Unart und finde es nicht okay. Die Frage ist natürlich, ja, dich meine ich, genau. Bist du auch ein ruhiger Typ oder lässt du es manchmal richtig krachen? Du hast jetzt selber nicht. Der Papa, der Papa. Ich glaube, der Papa, der lässt krachen. Der Papa ist einer, der das krachen lässt. Ich glaube, der lässt krachen. Ja. Ich lang braucht, bis ich überhaupt verstanden habe, um das um uns geht. Erst, wo wir direkt angesprochen worden sind, dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Jetzt bleib doch mal stehen hier. Kleiner Mann, bleib mal da jetzt. Ja, du? Wo ist er denn, der Manuel? Der kleine Neuer da. Ja, dich meinen wir. Ihr müsst doch mal aufpassen, wenn wir was zu besprechen haben. Hallo, wir reden die ganze Zeit über Sie. Wer sind Sie denn? Ich bin der Michael. Ja, Michael! Der Michael. Michael. Ja, klar, Michael. Und ist das dein Fanclub da hinter dir? Meine Familie, ja, mein kleiner Fanclub, ja. Die haben dich jetzt schön im Regen stehen lassen, ne? Ja, die hat mich ganz schön verarscht hier. Herzlich willkommen in the show, ladies and gentlemen. Hallo. 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 Sehr schön. Bleibt ganz ruhig. Wie heißt ihr? Ich heiße Manuel. Ich auch. Ist das dein Bub? Das ist mein Bub, ja. Sag mal, Manuel, wie heißt du? Manuel. Und warum heißt du Manuel? Weil du wann geboren bist? 2014. Und wer stand da im Tor? Manuel Neuer. Das ist krass. Der Mann aus Holland mit der Werder Bremen-Jacke. Oranje, komm mal her. Oranje. Ich? Ja. Wie heißt du denn? Erwin. Erwin. Wie heißt du denn? Xaver. Xaver? Ja. Xaver, das ist dein Auftritt. Was willst du der Welt sagen? Nichts. Vielleicht mal ein paar Liegestützen oder so? Nee. Nee, gar nichts? Hallo! Da ist er ja. Chef, hallo. Grüß dich. Hi. Mein Bruder. Ach, wer ist das? Mein Bruder. Der Anton aus Wiesbaden. Anton. Anton, wink einmal. Hallo. Oh, ich dachte, der denkt, das ist sein Vater, aber ist er gar nicht. Schau, der denkt, das ist sein Vater. Anton, ich dachte, du bist aus Tirol, dabei bist du aus Wiesbach. Ja. Ja, grüß dich. Mika, kennst du die drei Männer hier? Ich kenn bloß einen davon. Und wer ist denn der eine? Manuel Neuer kenn ich bloß. Sag mal, kennst du den? Hallo. Wer ist denn das? Neuer. Neuer. Anton, wer ist denn dein Lieblingsspieler beim FC Bayern? Manuel Neuer. Oh, Manuel Neuer. Kennt ihr den? Nein. Den kennen wir alle nicht. Wir wissen gar nicht, wer das ist. Da sitzt, ich bin der Hausmeister von ihm. Wie schaut's mit Niklas Süle aus? Hallo, Manuel. Ja, das heißt auch der Manuel. Wann sehen wir uns denn mal? Sag mal. Wann hast du mal Zeit für dich? Wann hast du denn mal Zeit? Zack, jetzt. Jetzt hast du Zeit. Jetzt. 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 Jetzt? Okay. Jetzt. Komm, Stefan, können wir es irgendwie möglich machen? Es gibt ja da so diesen Beam me up, Scotty. Die Telekom macht's möglich, ähnlich wie bei Raumschiff Enterprise. Warte mal, dein Hemd, schau mal kurz, da nicht, dass wir noch reinstecken. Was passiert denn jetzt? Was glaubst du? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Was ist wach? Ich hab Bayern-Trikot an. Ja, was machen wir jetzt? Wo ist der Anton? Anton! Anton. Oh. Überraschung! Oh. Anton, grüß dich! Hallo! Der Mika! Damit haben wir nicht gerechnet heute. Ja, passt. Jetzt bin ich sprachlos. Da geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung einmal mit wirklich. Mit Bayern-Spielern hat einer fast schon gelangt und dann auch noch mit drei so bekannten Gesichtern und die persönlich kennenzulernen. Das, wenn man heute früh jemand gesagt hätte, war ein Unmacht gefallen. Da ist ja noch der Manuel. Sind wir rein? Ich hab rein. Ja, hallo. Besseres kann man nicht erleben, oder? Wenn man jetzt erstmal in die Arena kommt, dann gleich so eine tolle Überraschung in der Erlebniswelt. Top! Hallo! Hallo. Anton! Hallo. Yes!
Zeit ist uns gewiss jetzt. Er ist total fertig. Was cool. Was cool. Ja. Hat dir auch gefallen? Ja. Hast du Hunger? Anton. Ja, dann schnapp dir einfach mal was. Ein Gummibärchen? Manuel, die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Sehr gut. Super Ereignis. Gelungene Überraschung. Es war eine wunderbare Entscheidung, heute in die Allianz Arena zu fahren. Ja. Das war ja super jetzt. Tschüss. Tschüss, die Flagge. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ahoi.